Hallo, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Julia Ecker und wir haben diese Folge heute anlässlich eines besonderen Ereignisses. Es gibt nämlich zwei chemiegeschichtlich wichtige Orte in Zürich, die ab jetzt sozusagen auf einer speziellen Landkarte auftauchen. Es geht da einmal um das CHN-Gebäude der ETH Zürich an der Universitätsstraße 22. Da war früher das Institut für physikalische Chemie untergebracht. Heute sind es die Umweltsystemwissenschaften. Und dann wäre da noch die Firma Bruker an der Industriestraße 26 in Vellanden. Wer demnächst mal an diesen beiden Adressen vorbeispaziert oder vorbeiradelt, der wird eine Plakette an den Gebäuden bemerken. Die Orte sind nämlich mit einem Chemical Landmark ausgezeichnet worden. Diese Auszeichnung, Chemical Landmark, wird jährlich von der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz vergeben und kennzeichnet, sagen wir einfach, Orte, an denen Chemiegeschichte geschrieben worden ist. Also die sind dann auch tatsächlich auf einer Online-Landkarte verzeichnet. Warum sind nun diese beiden speziellen Orte wichtig? Im Falle des CHN-Gebäudes und Bruker geht es um die Entwicklung der Kernresonanzspektroskopie, Englisch Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, kurz NMR. Auf diesem Gebiet wurden hier Meilensteine erreicht und darüber möchte ich jetzt mit zwei besonderen Gästen aus dem Laboratorium für physikalische Chemie plaudern. Sie haben die Entwicklung von NMR praktisch weitgehend miterlebt, nämlich unter anderem als Doktoranden von Nobelpreisträger Richard Ernst. Und sie forschen bis heute auf diesem Gebiet bzw. mit dieser Methode. Herzlich willkommen, Professor Matthias Ernst, hier bei mir im Zoom-Room. Nicht verwandt übrigens mit Richard Ernst, das wollen wir gleich festhalten. Und Professor Beat Meyer. Wollt ihr beide euch bitte selbst kurz vorstellen? Auch von mir herzlich willkommen an alle Zuhörer. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Matthias Ernst. Ich bin Titularprofessor am Laboratorium für physikalische Chemie der ETH Zürich. Ich arbeite auf dem Gebiet der Kernresonanzspektroskopie. Bei der Kernresonanzspektroskopie untersucht man Atome in einem starken Magnetfeld, um Eigenschaften der Materie zu verstehen, zum Beispiel zu verstehen, wie Materie aufgebaut ist. Was mich interessiert, ist hauptsächlich die Theorie und die Methodik der NMR-Spektroskopie. Das heißt, ich bin daran interessiert, besser zu verstehen, warum Experimente zu funktionieren und wie man diese Experimente verbessern kann, sodass man zum Beispiel mehr Informationen bekommen kann. Ich bin Beat Meyer, ich bin ebenfalls vom Laboratorium für physikalische Chemie, bin Professor für physikalische Chemie und befasse mich ebenfalls mit der Kernresonanz und zwar in fester Phase. Und meine Spezialität ist die Anwendung auf biologische Systeme, um die Struktur und die Eigenschaften dieser Systeme, die Funktionsweise dieser Systeme kennenzulernen. Also zwei Experten auf dem Gebiet der Kernresonanzspektroskopie oder NMR, um die es heute bei uns geht. Wie habt ihr eigentlich den Weg zu diesem speziellen Gebiet gefunden? Ja, bei mir ist das so, dass ich eigentlich aus der Vorlesung bei Herrn Ernst sehr interessiert war, habe das mitgenommen, dass das ein interessantes Gebiet ist, habe die Diplomarbeit da drin gemacht und bin da so langsam reingewachsen. Bei mir war es sehr ähnlich. Ich bin an die ETH gekommen nach dem zweiten Vordiplom und habe dort eine Vorlesung gehört von einem Herrn, den ich gar nicht gekannt habe. Es war der Richard Ernst und ich wusste damals nicht, dass der dann schon relativ berühmt war. Und die Vorlesung, die hat mich sehr beeindruckt. Und was mich da eigentlich am meisten beeindruckt hat, war zum einen, wie er das präsentiert hat und zum anderen, dass er bereit war, Nichtwissen einzugestehen, dass er, wenn Fragen kamen, gesagt hat, das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, das weiß ich nicht, aber ich werde mir das anschauen. In der nächsten Stunde ist er zurückgekommen und hat die Frage beantwortet. Und das fand ich eine sehr beeindruckende Eigenschaft. Und ich habe dann gefragt, ob ich Diplomarbeit bei ihm machen kann. Und da mich das Thema sehr interessiert hat, bin ich dann dabei geblieben, habe meine Dissertation bei ihm gemacht und arbeite immer noch auf dem Gebiet. Richard Ernst war ja neben vielen anderen Forschenden auch oder eben maßgeblich daran beteiligt, dass die NMR-Methode heute so ist, wie sie ist und auch so breite Anwendung findet. Aber es ist lustig, dass
dich sein Vortrag wirklich so beeindruckt hat, denn wer Richard Ernsts Biografie gelesen hat oder ihn sogar vielleicht persönlich gekannt hat, der weiß, zu Beginn seiner Karriere war er eigentlich kein großer Redner. Er musste das erst üben und hat das dann aber mit der Zeit sehr gut hingekriegt. Was nicht leicht ist, denn das Thema NMR ist ja per se nicht unkomplex. Deswegen vielleicht klären wir mal kurz, worüber wir hier eigentlich sprechen. Was ist denn das Prinzip von NMR? Was passiert da? Ja, man bringt eigentlich Atome. Und Atome sind die kleinsten Teilen, aus denen alle Materie aufgebaut ist. Man bringt diese in ein starkes Magnetfeld. Und dann benutzt man Radiofrequenzwellen. Das heißt, das sind eben Wellen in einem Frequenzbereich, wie eben auch Radio, analoges Radio übertragen wurde oder wie Mobilkommunikation übertragen wird. Und mit diesen kann man dann eben Übergänge anregen. Man kann Linien beobachten und im Prinzip für jedes Atom in einem Molekül solch eine Linie sehen und dadurch eben gezielt Informationen über die einzelnen Atome bekommen. Ja, und das ist genau das, was wir dann benutzen, auch um die Strukturen von Molekülen zu bestimmen. Einerseits gibt diese genaue Resonanzfrequenz die chemischen Eigenschaften des Atoms wieder und andererseits interagieren die Atome miteinander und das führt dazu, dass man auch Distanzen messen kann. Und damit kann man indirekt durch Triangulation eine dreidimensionale Struktur bestimmen. Richard Ernst hat es auch so formuliert, er sagte, die Atomkerne werden praktisch zu Spionen, könnte man sagen. Sie spionieren also das Molekül für den Forschenden aus, sodass er oder sie ein besseres Bild bekommt. Warum ist es jetzt wichtig, dass wir die Struktur der Moleküle kennen? Wofür kann man NMR nutzen? Ich denke, auf der einen Seite ist es eine Routinemethode, die eben zum Beispiel in der organischen Chemie angewandt wird, um Moleküle, die man neu synthetisiert hat, zu analysieren und zu verstehen, hat man wirklich das richtige Molekül synthetisiert. Das ist eine Standardanwendung. Ich würde sagen, in jedem Synthese-Labor steht heute auch ein NMR-Gerät und man benutzt das wirklich mehrmals täglich. Und zum anderen gibt es natürlich auch Interesse daran, größere Moleküle, Biomoleküle anzuschauen oder Materialien anzuschauen. Aber da kann vielleicht Beat mehr dazu sagen, das ist mehr sein Gebiet. Ja, auf dem eher biologischen Gebiet ist es wichtig, dass man die Struktur der Moleküle kennt, weil dann kann man auch Medikamente entwerfen, die da reinpassen, ist das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und wenn man solche Medikamente hat, kann man die optimieren und schlussendlich hoffentlich einen neuen Wirkstoff, der in der Apotheke erscheinen wird, herstellen. Eine andere Anwendung ist heute natürlich auch auf dem Gebiet der Materialien. Gerade in der Batterieforschung wird sehr viel mit NMR-Spektroskopie gemacht, wo man eben dann auch verstehen möchte, zum Beispiel, wenn man eine Lithium-Ionen-Batterie hat, wie man sie in jedem Handy oder auch in modernen Elektrofahrzeugen hat, wie die sich während des Betriebs verändert und warum zum Beispiel die Kapazität von Batterien abnimmt, warum es plötzlich Fehler gibt und Zusammenbrüche der Spannung gibt. Das kann man eben sehr schön auch mit der NMR-Spektroskopie anschauen. Wie ist das mit dem MRT, also mit der Magnetresonanztomographie, die wir aus dem Krankenhaus kennen? Das ist doch was Ähnliches. Im MRT, dort schaut man eigentlich in den meisten Fällen, zumindest im klinischen Betrieb, schaut man eigentlich das Wasser an. Und das Wasser, das sich eben im Körper befindet, und man schaut sich die Eigenschaften des Wassers an. Das heißt, man schaut an, oder in verschiedenen Bereichen im Körper, zum Beispiel einem Tumor oder im Muskel oder im Fettgewebe, hat das Wasser, das es dort gibt, unterschiedliche Eigenschaften. Und diese Eigenschaften kann man messen und dadurch dann eben unterschiedliche Bereiche des Körpers unterscheiden. Das heißt, dort schaut man eine räumliche Verteilung von einem Molekül an und die Eigenschaften dieses Moleküls, während in der NMR-Spektroskopie macht man die gleichen Messungen, aber man schaut nicht eine räumliche Verteilung an, sondern man möchte unterschiedliche Atome in einem Molekül sehen und eben verstehen, wie diese Moleküle räumlich zueinander angeordnet sind, was für Eigenschaften die einzelnen Atome hat und nicht so sehr die räumliche Verteilung, wie diese Moleküle
verteilt sind. Deshalb muss das MRT eben auch in einem Feld Gradienten gemessen werden. Man hat dort ein Feld, das sehr stark vom Ort abhängt. Und das ist genau das Gegenteil in der NMR-Spektroskopie, wo das Feld außerordentlich homogen sein muss. Man kann also sagen, dass die Entwicklung der NMR-Methode was ganz Wichtiges war, auch Basales für die Entwicklung dann der MRT, basal auch für viele Dinge, die wir heute sozusagen über die chemische Beschaffenheit auch unserer Welt, unserer Umwelt wissen. Einfach war die Entwicklung sicher nicht. Da waren viele Köpfe beteiligt. Einen haben wir genannt, Richard Ernst. Auf den kommen wir eben noch zu sprechen. Aber erste Grundsteine für die NMR-Methode legte ja, glaube ich, schon 1939 Isidor Rabi und dann auch der Schweizer Felix Bloch. Bin ich da richtig informiert? Es gab vor dem Zweiten Weltkrieg natürlich auch schon Versuche, dass man versucht hat, kernmagnetische Resonanz zu messen. Aber die ersten erfolgreichen Messungen, die waren dann direkt nach dem Krieg. Das hing auch damit zusammen, dass eben die Radartechnologie entwickelt wurde weiterentwickelt wurde während des Zweiten Weltkriegs und dadurch eben die Möglichkeit gab, Radiofrequenzen zu erzeugen und entsprechende Verstärker, die Technologie zu haben. Und es waren dann Edward Purcell und Felix Bloch, die 1946 die ersten kernmagnetischen Resonanzsignale gesehen haben. Es gab davor schon in Russland eine Messung von Elektronensignalen und es gab vergebliche Versuche, auch in Holland, auch davor, diese Kernresonanz zu messen. Aber es ist natürlich klar, wenn man sowas noch nie gemessen hat, dann muss man das richtige Sample haben, man muss die richtige Technologie haben und man muss natürlich auch ein bisschen Glück haben, dass alles funktioniert. Ja, und ich glaube, es ist auch mit dem Signal wahnsinnig schwierig zu der Zeit, oder? Wenn man sich ein Radio vorstellt, das keinen richtigen Empfang hat, dann rauscht das ja extrem und so ähnlich stelle ich mir das dann bei NMR vor. Man hat ja viele Wellen, die sich da überlagern. Das Signal ist an und für sich sehr schwach. Wie hat man das gelöst? Es gab mehrere Schritte. Der eine Schritt war die Einführung der Fourier-Spektroskopie. Und da war Richard Ernst bereits beteiligt in seiner Arbeit bei Varian in den USA. Und da geht es darum, dass man nicht langsam die Frequenzbänder abfährt des Radios, sondern dass man mit einem kurzen Impuls das gesamte Spektrum anregt. Und Richard Ernst hat das oft verglichen damit, dass wenn man die Resonanzfrequenz eines Glases Wasser feststellen kann, kann man durch am Rand reiben und dann hört man es. Aber wenn man das nicht berühren darf, dann kann man entweder ein Klavier nehmen und die Töne durchgehen. Und wenn das Glas in Resonanz kommt, das sieht man, dann hat man die richtige Frequenz erreicht. Die andere Möglichkeit ist, mit dem Klavier einen Knall herzustellen, indem man mit der Latte auf alle Tasten auf einmal schlägt. Und dann hört man, wie das Glas zurücktönt, muss ein feindliches Mikrofon haben. Und das ist die viel schnellere Methode, das ist die Fourier-Spektroskopie, die einen ganz wesentlichen Einfluss gehabt hat, dass die Methode heute so gut eingesetzt werden kann. Und trotzdem war es ja dann nicht so einfach, oder? Also heute gibt es leistungsstarke Computer, die das Ergebnis am Ende dann einfach ausspucken. Das war ja damals nicht ganz so easy. Das war ja, also es war natürlich vor meiner Zeit und ich habe darüber nur gelesen. Aber wie lief denn das wirklich zu Beginn? Da musste man das Signal doch praktisch in Lochkarten noch umschreiben, oder? Ja, das war ganz am Anfang noch, als Richard Ernst bei Varian war. Später hat man dann die ersten Laborrechner dafür eingesetzt und deshalb ist die ganze Entwicklung der NMR sehr stark mit der Entwicklung von Laborrechnern, also kleinen Computern, die man sich leisten kann, für ein Labor einen zu haben, verbunden. Und das war dann, diese Zeit kam dann in den 70er Jahren. Am Anfang war das natürlich sehr aufwendig, weil die Computer nicht leistungsfähig genug waren. Und ich denke, das ist eigentlich typisch für die NMR-Spektroskopie, dass die Entwicklung der NMR-Spektroskopie sehr stark mit der Entwicklung der Technologie gekoppelt ist. Zum einen die Magnete, die immer größer wurden, supraleitende Magnete, die eingeführt wurden. Zum anderen auch natürlich die Computertechnologie, dass eben erst die Computertechnologie sich entwickeln musste, damit man
eben diese Fourier-Technik nachher auch routinemäßig einsetzen konnte und zum anderen auch die Technologie der Frequenzerzeugung, dass man eben zuerst analoge Frequenzerzeugung hat, während heute funktioniert das alles digital. Und das ist eben so eine technologische Entwicklung, die eben dann auch neue Experimente und höheres Signal zu Rauschen ermöglicht hat. Man sollte vielleicht sagen, dass es eben auch heute noch eine relativ aufwendige Methode ist und die Geräte sehr teuer sind und dass auch den Einsatz davon beschränkt im Moment. Ja, wie so ein Gerät aussieht, darüber sprechen wir vermutlich später noch. Machen wir nochmal einen Schritt zurück. Diese Fourier-Transformation, das ist ja eine mathematische Operation und das war keine Erfindung zum Beispiel von Richard Ernst, die gab es schon. Aber Richard Ernst hat erkannt, dass man sie eben einsetzen konnte, um die Analyse zu erleichtern. Wir haben ja vorhin über diese Radiowellen gesprochen. Also nochmal zur Rekapitulation. Die Kerne werden ja angeregt durch diese Radiofrequenzen. Das heißt, sie absorbieren diese Energie, geben sie bei einer bestimmten Frequenz wieder ab, bei der sogenannten Resonanzfrequenz. Und dabei entsteht ja dann ein Signal. Und aus diesem Signal ergibt sich dann quasi als Resultat ein Linienwald, den man dann interpretieren soll. Und die Fourier-Transformation, das war dann eben die Errungenschaft, die bringt dem quasi Ordnung in dieses Signalchaos, indem sie das ganze Bild für den Forschenden vereinfacht. Und was man am Ende dann sieht, sind relativ klare Peaks. Aber es ist natürlich die Frage, also was zeigen diese Peaks konkret? Ja, der Peak, der gibt an, was die lokale Umgebung des Kerns ist. Und das kann einerseits eben die elektronische Umgebung sein und andererseits die Nachbarschaft zu anderen Kernen. Und diese Unterschiede sind sehr klein, die werden in der Regel in Parts per Million gemessen. Und die sind zum Teil auch nur ein Bruchteil von einem Part per Million. Und das zeigt auch, wie stabil die ganze Messung sein muss, wieso der Aufwand auch heute relativ groß ist. Man muss eigentlich zwei Sachen, muss der Magnet sehr stabil sein und zum anderen muss eben auch die Frequenzerzeugung sehr stabil sein. Und man kann das dann relativ gegeneinander stabilisieren, was dann die Messungen doch deutlich erleichtert. Was vielleicht noch wichtig ist, ist die Umgebung, die bestimmt im Prinzip, wo die Resonanzfrequenz ist. Man kann aber dann auch noch einen Schritt weitergehen. Und ich denke, das ist die Stärke der NMR-Spektroskopie, dass man eben unterschiedliche Atome miteinander korrelieren kann. Dass man anschauen kann, sind zwei Atome nahe beieinander oder sind sie weit auseinander, entweder in der Entfernung oder in der Anzahl der Bindungen. Und dadurch eben dann auch bestimmen kann, zum Beispiel Abstände, Winkel und solche Informationen, die dann eben viel mehr Informationen geben, wie wenn man nur die einzelne Linie hat, die einem durch die chemische Umgebung gegeben ist. Da sind wir ja immer noch im eindimensionalen Bereich. Also Richard Ernst hat in seiner Biografie mal ein Beispiel gebracht. Da sagt er, es ist so, als würde man auf eine Bergsilhouette sehen, wenn man eben die NMR-Methode quasi eindimensional anwendet. Das heißt, man kann die Gipfel sehen, man kann die Punkte sehen, aber man kann eigentlich nicht so gut sehen, was zwischen diesen Berggipfeln liegt. Und das war dann auch bei der NMR eigentlich der nächste Schritt. Ich musste jetzt vielleicht kurz nochmal zurückgehen in der Geschichte und kurz schildern, wie das war. Richard Ernst hatte ja damals diese Fourier-Transformation dann eingeführt. Er war dann noch bei Varian in Kalifornien. Und Varian hat das Patent bezahlt und auch natürlich davon profitiert, obwohl sie die Methode jetzt nicht so als bahnbrechend erkannt haben, könnte man sagen. Aber sie hat sich dann trotzdem mit der Zeit durchgesetzt. Das hat allerdings eine Weile gedauert. Richard Ernst ist dann auch aus privaten Gründen mit seiner Familie zurückgekommen in die Schweiz an die ETH, wo er dann eben von einem mehrdimensionalen Ansatz erfahren hat. Und das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Er hatte einen Doktoranden, der einen Vortrag von einem Professor gehört hat, namens Professor Jean Genet. Und der Doktorand hat dann alles sehr genau mitgeschrieben und eben Richard Ernst anschließend berichtet. Und Richard Ernst fand diesen Ansatz sehr interessant. Es geht nämlich darum, dass man NMR nicht mehr eindimensional nutzt,
nämlich auf diese Bergsilhouette sieht und nur Punkte sieht, sondern man würde einem eher mehrdimensional, mit einem mehrdimensionalen Ansatz nutzen. Das heißt, es wäre ungefähr so, als würde man von oben auf diese Berglandschaft schauen und dann auch Täler entdecken und die ganze Landschaft besser sehen. So ähnlich kann ich mir jetzt vorstellen, funktioniert das dann auch für Moleküle, oder? Ja, man kriegt leider nicht direkt ein Bild der Moleküle. Man kann die Interaktionen der Moleküle miteinander korrelieren. Und wenn man eine Protonenfrequenz hat und eine Kohlenstofffrequenz, kann man die rauswählen, die zu einem Paar von Kohlenstoff und Proton gehören. Und die einem Paar, das im Raum nahe zusammenliegt. Und wenn sie weit voneinander sind, gibt es kein Kreuzsignal. Deshalb bekommt man so eine Berglandschaft. Aber es ist nicht direkt ein Bild des Moleküls, sondern es ist ein Bild der Wechselwirkungen, das man danach aufarbeiten muss und vielleicht eine Struktur, wirklich eine dreidimensionale, kriegen kann. Da gibt es immer noch einen Interpretationsschritt, den ich machen muss, also um sagen zu können, wie sieht mein Molekül jetzt eigentlich aus, oder? Genau. Und das ist nicht nur, dass man dreidimensionale Struktur herausbekommen kann, sondern eben, ich denke auch in der organischen Chemie, dass man Bindungen ermitteln kann, dass man weiß, welches Proton, welches Wasserstoffatom ist an welches Kohlenstoffatom gebunden und dadurch eben herausbekommt, wie ist die Struktur des Moleküls und ist das Molekül wirklich das, was ich synthetisieren wollte. Das heißt, man hat verschiedene Möglichkeiten, was man messen kann. Man kann verschiedene Experimente machen, wo man eben dann auch ganz unterschiedliche Informationen bekommt. Was man vielleicht noch sagen sollte, ist, dass das NMR zwar eine relativ komplexe Methode ist, aber eine der einzigen Methoden, die das System überhaupt nicht stören. Man kann wirklich nur beobachten. Wenn man Elektronenmikroskopie zum Beispiel macht, dann schlägt man die Moleküle kaputt durch die hohen Energien, die drin sind. NMR ist eine sehr schonende Methode. Es hat zwar seine Limitationen dadurch, aber man stört das System nicht. Es ist wirklich nur ein Spion, der es beobachtet, ohne dass das System etwas davon merkt. Du sagtest, es ist limitiert. Was sind jetzt die Grenzen zum Beispiel? Also was kann NMR nicht leisten? Dadurch, dass es eine indirekte Methode ist, wird es immer komplexer, zum Beispiel die dreidimensionale Struktur oder die chemische Struktur herauszufinden, weil die Linien alle separiert sein müssen. Also für große Moleküle ist es limitiert. Und eine weitere Limitation ist, dass man, wenn man nicht nur Protonen anschaut, in der Regel diese anderen Kerne Isotope anreichern muss. Also man muss dann statt Kohlenstoff 12, das normale Kohlenstoff, muss man Kohlenstoff 13 benutzen, das normalerweise nur zu 1% vorkommt in der Natur, das man aber anreichern muss. Und das macht es einfach teuer. Es ist, um das gleich hier zu sagen, es ist nicht radioaktiv, es besteht keine Gefährdung. Aber es macht die Experimente teurer. Ich denke, was auch noch eine Limitierung ist, ist, dass eben das Signal sehr klein ist, dass man sehr wenig Signal hat. Dadurch hat man lange Messzeiten und das bedingt eben auch das, was Bert gerade gesagt hat, dass man eben die 1% C13, die man in natürlichen Substanzen hat, dass man die eben bei größeren Molekülen praktisch nicht mehr detektieren kann, weil die einfach zu wenig Signal geben. In kleinen Molekülen kann man das machen, da gibt es Methoden dafür, aber in größeren geht das nicht, weil dann einfach das Signal im Rauschen untergeht. Und das liegt eben auch mit daran, dass die Frequenzen relativ nieder sind, dass die Energieunterschiede, die man beobachtet, sehr klein sind und deswegen eben auch das Signal entsprechend klein ist. Wenn wir jetzt nochmal den geschichtlichen Faden aufnehmen, in Zürich hat Richard Ernst, wie gesagt, diese mehrdimensionale Methode auch im Hinterkopf. Er hat zu dieser Zeit auch Kurt Wüthrich kennengelernt, der heute noch im Department für Biologie ist hier an der ETH und auch übrigens ein späterer Nobelpreisträger. Und man hat sich da zu dieser Zeit auch begonnen, damit zu beschäftigen, wie funktioniert NMR, wenn man richtig große Moleküle hat. Also beispielsweise Proteine, die haben unter Umständen eben viele Atome. Inwiefern macht das jetzt für NMR einen Unterschied? Die Technik, die ändert sich eigentlich nicht, egal ob ich kleine oder große Moleküle anschaue. Man regt die verschiedenen Atome an und beobachtet die Linien. Aber das Problem ist eben, wenn ich so ein großes Molekül habe, dann
kann ich diese Linie nicht mehr auseinanderhalten in einem normalen eindimensionalen Spektrum. Ich bekomme einfach eine breite Linie, wo vielleicht einzelne herausstechen, aber wo man das eigentlich nicht mehr sehen kann. Und erst durch die zweidimensionale Spektroskopie wurde es dann eben möglich, dass man sozusagen diese Linien, die vielen Linien, die man hat, auf mehrere Dimensionen verteilt, auf eine Fläche oder auf einen Würfel verteilt und dadurch eben die Auflösung verbessern kann. Also vom Experiment her ist das eigentlich nicht anders, egal ob ich kleine oder große Moleküle anschaue. Man muss aber sagen, dass es eine sogenannte Größenlimitierung gibt. Das heißt, je größer die Moleküle sind, desto langsamer bewegen die sich in der Lösung. Und diese Bewegung, dieses Tumbling in der Lösung, das ist wichtig, weil das Relaxationsprozesse auslöst. Also das führt dazu, dass die Magnetisierung immer wieder zu ihrem Ausgangswert zurückgeht. Und das führt auch dazu, dass die Linien breit werden. Und je größer die Moleküle sind, desto breiter werden die Linien. Und irgendwann sind die Linien so breit, dass man keine Chance mehr hat. Und deswegen gibt es eben diese Limitierung, dass man keine sehr, sehr großen Moleküle in Lösung anschauen kann. Vielleicht noch einen Schritt zurück, sollte man doch erwähnen, dass eben die Fourier-Transformation oder die Fourier-Spektroskopie die Grundlage war der mehrdimensionalen Spektroskopie. Das ist mit allergrößten Mehrheit aller Fälle, ist das eben Fourier-Spektroskopie in mehreren Dimensionen. Und das können 2, 3 bis heute werden bis 7 Dimensionen aufgenommen. Die parallel gerechnet werden sozusagen. Ja, mit etwas speziellen Methoden dann, weil die Datensätze riesig werden. Und auch die Zeit der Aufnahme natürlich zunehmen. Das muss man schon sagen. Die direkte Dimension, wo man aufnimmt, die kostet sozusagen keine Zeit. Aber diese indirekten Dimensionen für ein 2D- oder ein 3D-Spektrum, die muss man nacheinander aufnehmen. Und das führt dann eben dazu, dass die Experimente sehr viel länger werden, weil man eben diese vielen, vielen Experimente machen muss, die man nachher kombiniert zu so einem 2- oder mehrdimensionalen Experiment. Vielleicht müssen wir da auch mal erwähnen, was die Technik für einen Sprung gemacht hat. Als ich gesagt habe, Wüthrich und Ernst, die haben zusammen in Zürich gearbeitet. Also die beiden arbeiteten Tür an Tür in Containern und zwar auf dem Dach des Physikalischen Instituts, einfach weil sie keinen Platz mehr hatten. Die NMR-Geräte haben damals auch viel Platz beansprucht, habe ich zumindest auch den Eindruck aus den historischen Fotografien. Und es war auch so, dass die Firma Varian, wo Ernst früher gearbeitet hatte und die auch seine Methode patentieren ließen, dass die nicht wirklich Anstalt machten, ein neues Spektrometer zu bauen. Und da kam dann Bruker ins Spiel. Also das war eben die deutsch-schweizerische Firma Bruker, die ist 1969 eingestiegen, damals noch unter dem Namen Spektrospin. Sie haben Richard Ernsts Fourier-Transformationsmethode schon mitgedacht. Sie hatten damals auch einen sehr engagierten Manager, der wirklich den Wert dieser Erkenntnisse erkannt hat. Und sie haben dann eine Lizenzvereinbarung mit Varian getroffen und konnten dann eine neue Generation von Spektrometer entwickeln. Ab 1970 gab es dann tatsächlich auch eine Zusammenarbeit mit Ernst. Da war Bruker quasi schon Marktführer auf dem NMR-Feld. Und zwar einerseits, weil sie die Fourier-Transformationsmethode mitgenommen haben, die sehr effizient war, aber andererseits auch, weil sie mit neuen Materialien gearbeitet haben, zum Beispiel eben mit supraleitenden Magneten. Was hat es nun mit diesen supraleitenden Magneten auf sich? Ja, mit supraleitenden Magneten kann man einfach sehr viel höhere Magnetfelder erzeugen. Mit Eisenmagneten und Elektromagneten gibt es eine Grenze, mit Elektromagneten theoretisch nicht, aber dann wird so viel Energie verbrannt, dass man einen ganzen Fluss braucht, um sie zu kühlen, wenn man zu sehr hohen Feldern gehen will. Wenn die Supraleitung ist eine Methode, die darauf beruht, dass man gewisse Metalle abkühlt oder Keramiken abkühlt und die dann keinen Widerstand mehr haben. Man kann den Magneten einmal aufladen mit Strom und er bleibt dann über Jahre stabil. Und das ist nicht nur energetisch sehr günstig, sondern das kann man auch bei höheren Feldern machen. Und im Moment hat man Felder, die sind über mehr als 10-mal so viel, wie man mit elektrischen Magneten herstellen könnte. Was war da so die Spanne? Was war früher der Wert und was ist da heute? Ja, man misst das oft in der Resonanzfrequenz der
Protonen, und das war eben im Radiobereich 60 bis 80 Megahertz zu Zeiten der Eisenmagneten, und heute geht es bis 1200 Megahertz. Ein Quantensprung, gerade in dem Bereich der biologischen Moleküle, war es sehr schwierig, und die Entwicklungen von Kurt Wüthrich hatten auch damit zu tun, dass bereits dann supraleitende Magnete zur Verfügung standen. Mit Eisenmagneten wäre das undenkbar gewesen. Also wie Matthias schon gesagt hat, die Geschichte der NMR ist untrennbar verbunden mit der Entwicklung der Technologie. Und diese Technologieentwicklung, die wurde eben unterschiedlich getrieben, zum Teil von den Firmen, also die Magnetentwicklung, das war eigentlich immer eine Technologieentwicklung, die von Hooker oder Oxford oder von Varian weitergetrieben wurde, weil das halt sehr aufwendig ist, auch sehr teuer ist, so ein Magnet herzustellen, kostet wahrscheinlich mehrere Millionen Franken. Aber auf der anderen Seite wurde die Technologie, die Pulstechnologie, also die Art der Experimente, die wurde eben auch weitergetrieben. Und das war hauptsächlich eine Entwicklung, die an den Universitäten stattgefunden hat, eben auch hier in Zürich, aber natürlich auch in vielen anderen Orten auf der ganzen Welt. Das heißt, NMR wurde früher praktisch eben als Werkzeug für Grundlagenforschung entwickelt. Man wollte die Struktur der Moleküle verstehen, aber hatte jetzt eigentlich noch nicht so diesen industriellen Nutzen im Kopf, oder? Ja, ganz früher war sehr viel Aufwand getrieben worden, nur um diese Kerne zu detektieren und ihre Eigenschaften, nämlich das sogenannte gyromagnetische Verhältnis, die Stärke ihrer magnetischen Wechselwirkung, überhaupt erst herauszufinden. Und es ist dann mit der Zeit gekommen, dass man das eben anwenden kann auf Moleküle und das in der Chemie sehr wichtig geworden ist. All das war nicht von langer Hand geplant, sondern das kam einfach im Laufe der Entwicklung zustande. Ich denke auch gerade die Pulsentwicklung. Dort hat man einfach, vielleicht hat man dort den Vorteil, dass man eben die Experimente sehr gut theoretisch beschreiben kann. Das heißt, man kann sich neue Experimente ausdenken, kann das berechnen und kann dann die Experimente machen. Ich denke, vieles wurde einfach auch gemacht, weil man es machen konnte und weil man ein Ziel hatte, weil man dreidimensionale Struktur machen wollte, sondern man wollte einfach diese Experimente implementieren und sehen und hat dann danach gesehen, für was kann man diese Experimente verwenden. Ich denke, die Entwicklung der NMR-Spektroskopie war eigentlich für den größten Zeitraum nicht anwendungsgetrieben, sondern es war sehr, sehr lange getrieben vom Interesse, von den Möglichkeiten, die man in dieser Spektroskopie hat. Und das hat sich natürlich in den letzten 10 bis vielleicht 20 Jahren geändert. Und seither steht ganz klar mehr die Anwendungen im Mittelpunkt. Ja, und hier hat man ja auch den Luxus einer Magnethalle. Wir haben ja erwähnt, diese großen Magnetfelder, die brauchen eine gewisse Stabilität, sonst hat man Wellen im Spektrum, die man ja dann am Ende nicht drin haben möchte. Und das bringt mich ein wenig zu eurer Doktorandenzeit, Matthias und Beat. Bei euch war es ja noch so, dass dieses CHN-Gebäude neben einer Tramstrecke war, oder anders gesagt, die Tramstrecke verlief da neben dem CHN-Gebäude. Und diese Tram hat Richard Ernst graue Haare beschert, wie man aus seiner Biografie weiß. Er schreibt da zum Beispiel: Das Schlimmste war, dass die Messungen auf den vorhandenen NMR-Spektrometern dauernd von den vorbeifahrenden Trams gestört wurden. Direkt neben unseren Labors verlief nämlich die elektrische Straßenbahn in Richtung Irchel. Jedes Mal, wenn eine Tram vorbeifuhr, störte eine erhebliche Streustrahlung unser Magnetfeld. Ein stabiles Magnetfeld ist jedoch entscheidend für eine genaue Messung. Eine Analyse zeigte, dass die elektromagnetische Störstrahlung des Trams über mehrere hundert Meter reichte. Innerhalb der ETH gäbe es keinen akzeptierbaren Ort, wo wir das Spektrometer ungestört betreiben könnten, schrieb ich Wes und veranschaulichte die störenden Einflüsse des Trams auf unsere Geräte in einer kleinen Skizze. Vernünftige Messungen konnten wir deshalb nur nachts zwischen 3:30 und 4 Uhr morgens durchführen. Nicht gerade eine sehr angenehme Zeit zum Arbeiten. Kommt euch das bekannt vor? Habt ihr da auch Erinnerungen daran? Nee, eigentlich nicht.
Wir haben, also meiner Seite war es so, dass ich relativ einfache Experimente gemacht habe oder Experimente an einfachen Systemen. Und da war diese ultimative Stabilität nicht so wichtig. Aber wenn man zu biologischen Systemen gehen wollte, dann war die natürlich wichtig. Es war bis zum Jahre 2000 ungefähr so, dass das Institut da blieb. Also man hat 20 Jahre mit dem Traum gelebt. Und es wurde auch zusätzlich immer mehr verbessert durch die Stabilisierung, eine Kompensation dieser Störungen. Und am Schluss, als wir umgezogen sind, hatte man es eigentlich beinahe geschafft, einen großen Einfluss von diesen Störungen zu messen. Aber am Anfang war das natürlich ein praktisch unüberwindbares Hindernis. Als ich mit meiner Dissertation angefangen habe, da gab es kurz vorher ein neues Spektrometer, ein 400 MHz Spektrometer. Das war das höchste Feld damals bei Richard. Und dort hat man diese Störungen sehr stark gemerkt, wenn man versucht hat, flüssige NMR-Spektroskopie zu machen. Es wurde dann sehr viel versucht, eben diese Störungen zu messen und zu kompensieren, indem man eine Spule um den Magneten herumbaut und versucht, eben die Störungen durch ein entgegengesetztes Feld zu kompensieren. Aber das hat irgendwie nie so richtig funktioniert. Aber es wurde dann im Laufe der Zeit die in das Gerät eingebaute Stabilisierung des Magnetfeldes immer mehr verbessert, sodass dann am Ende diese Störungen eben kompensiert werden konnten. Aber das war schon eine große Limitierung, vor allem wenn man anspruchsvolle Experimente gemacht hat, wo man im Prinzip zwei Experimente macht, wo ein Großteil des Signals, das man hat, sich kompensieren muss, wo also die Experimente extrem stabil sein müssen, weil man nur einen ganz kleinen Anteil der Magnetisierung sehen möchte. Ja, Kurt Wüthrich ist damals dann auch umgezogen auf den Hönkerberg. Ernst ist mit seiner Gruppe noch etwas in der Innenstadt geblieben. Beide Forscher haben dann für ihre Beiträge auch Nobelpreise bekommen, jeweils Ernst 1991 und Kurt Wüthrich 2002. Die Entwicklung ist ja dann weitergegangen. Wie habt ihr die letzten 10, 15, 20 Jahre erlebt? Wir haben ja gesagt, die Magnete mussten stärker werden. Das gilt eben auch für das Signal. Gab es dann nochmal so einen Sprung, wo man merkte, okay, mit der vorhandenen Technik kommt man nicht weiter. Es muss da was Neues her, damit man noch größere Felder machen kann? Ja, das kann man vielleicht erwähnen. Die letzte Generation der Magneten, die sind mit sogenannten Hochtemperatur-Supraleitern ausgestattet. Die werden zwar bei tiefer Temperatur betrieben, aber die können dann mehr Strom aufnehmen. Und das hat zu einem Sprung der Felder geführt auf eben diese 1200 MHz im Moment. Vorher war man an einer Grenze, bei 1000 MHz kann man noch machen mit konventioneller Technologie, aber da ging es nicht mehr weiter. Und jetzt hat man diesen Sprung gemacht und jetzt geht es nach oben vermutlich noch mal ein Stück weiter. Ja, und dieser 1,2 Gigahertz Magnet, das war natürlich ein Riesentrum, also 8 Tonnen schwer. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war 2020, da war ich schon an der ETH. Matthias, du hast das damals in sehr eindrücklichen Bildern festgehalten, wie der da mit so einem Kran angekommen ist, auch damals noch blau verpackt. Das muss doch wirklich schwierig gewesen sein, dieses Gerät in die NMR-Halle zu transportieren, oder? Ja, das Problem ist, dass man bei der Planung der NMR-Halle vielleicht unterschätzt hat, wie groß die Geräte werden können. Und es ist nicht so sehr der Platz in der Halle, der ein Problem ist, sondern die Wege, um die Geräte in die Halle zu bringen. Da gibt es dann einen Aufzug, der nur 5 Tonnen hat, oder einen Kranen, der nur 3,5 Tonnen tragen kann. Und man musste also dann den Magneten mit einem Autokran hineinlupfen in das Gebäude und dann auf sehr niedrigen Luftkissen bewegen. Und das war doch ein ziemlicher Aufwand. Und es hat an einigen Stellen dann nur ein paar Zentimeter gefehlt. Und wenn er 5 Zentimeter oder 10 Zentimeter höher gewesen wäre, der Magnet, dann hätte man ihn so nicht in die Halle bringen können. Dann hätte man die Decke aufschneiden müssen und hätte ihn hineinlupfen können. Also das wäre möglich gewesen, aber der Aufwand wäre natürlich sehr viel größer gewesen. Aber eigentlich ist der Magnet von den Maßen her nicht größer als die vorherige Generation. Das heißt, wir hatten in der NMR-Halle schon 2 solche Magnete stehen. Das sind 850 MHz Magnete. Und wir wussten, dass
dieser Magnet, der neue Magnet, wahrscheinlich nicht größer sein wird. Und deswegen war es eigentlich relativ bald klar, dass er auf diese konventionelle Weise in die NMR-Halle gebracht werden kann. Was noch erschwerend war, ist, dass wir alles unter Covid-Bedingungen machen mussten, das Transport. Das stimmt, das war doch direkt nach dem Lockdown. Das war direkt nach dem Lockdown, ja. Das war während des Lockdowns. Es war während der Zeit, als man eigentlich an der ETH noch nicht arbeiten durfte und dann direkt danach. Und das hat euch die Planung auch ein bisschen erschwert, weil man nicht so genau wusste, wie die Situation sich entwickeln wird. Und es war dann am Anfang gar nicht klar, ob die Schulleitung überhaupt zustimmen wird, dass man den Magnet reinbringt. Aber schlussendlich hat dann alles doch zum Glück geklappt. Bea, du hast das Projekt initiiert. Auf deine Initiative hin ist der Magnet auch an die ETH gekommen. Es ist der stärkste Dauermagnet dieser Art, den es bislang gibt. Warum ist es wichtig, dass man heute so ein Gerät hat? Also was kann man mit diesem Gerät machen, was man mit den vorigen Magneten oder vorigen NMR-Geräten nicht machen konnte? Wir haben ja über Proteine schon gesprochen und deren Spektren. Und dass es da eine Größenlimitierung gibt. Und es ist ja auch so von vielen Proteinen, dass die nicht in Lösung existieren im Körper, sondern an Membranen gebunden sind oder durch Membranen durch Kanäle schaffen. Und solche großen Systeme kann man nur im Festkörper anschauen. Und im Festkörper sind das dann, es muss nicht ein Festkörper sein wie ein Steinsalz, aber es sind sehr viskose Lösungen. Und so, um solche Systeme anzuschauen, braucht man noch etwas höhere Felder, weil erstens hat es sehr viele Linien auch in großen Molekülen und andererseits ist es so, dass im Festkörper eben die Linien doch von Haus aus nicht ganz so schmal sind. Eigentlich sind sie sogar sehr breit, weil man die Bewegung nicht hat, die man in der Lösung hat. Aber dadurch, dass man die ganze Probe sehr schnell bewegt um einen fixen Winkel im Raum, kann man einen Großteil dieser Wechselwirkungen ausmitteln. Aber es gibt seine Limitationen, wie weit man das machen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass man die großen Felder hat, die diese Linien auseinanderziehen, damit man sie immer noch voneinander unterscheiden kann. Und das führt dann dazu, dass man auch Proteine anschauen kann, die größer sind. Mit Flüssigkeitsspektroskopie kann man eigentlich nur ziemlich kleine Proteine anschauen. Mit Festkörper gibt es an sich keine Limitation, außer dass natürlich für größere Moleküle immer noch komplexere Spektren entstehen. Aber Felder unter 800 MHz kann man eigentlich gar nicht brauchen für solche Forschung. Mhm. Du selbst forschst ja auch an amyloiden Fibrillen, oder? Auch ja, wir sind etwas mehr jetzt zu Viren übergegangen. Zum Beispiel kann man schauen, was passiert, wenn Viren an Medikamente binden. Und man kann dann diese Medikamente optimieren und versuchen, neue Leads, neue Linien von Verbindungen zu finden, die man dann als Medikamente brauchen kann. Andererseits gibt es auch bei Viren noch sehr viele unverstandene Mechanismen, die man gerne aufklären möchte, um ein gutes Verständnis zu kriegen. Ist auch zum Beispiel bei SARS-CoV ist es so, dass man eigentlich nicht versteht, wieso die Viren so gefährlich sein können für den Körper. Und da gibt es sehr viele Proteine, von denen man noch gar nicht weiß, was genau die Funktion ist. Und das ist etwas, was man mit Festkörper-NMR untersuchen kann. Okay, vielleicht können wir an dieser Stelle kurz, nur kurz zum Vergleich was anmerken, weil es mir gerade einfällt. Es gibt ja auch das Röntgendiffraktometer, wo man Proben mit Röntgenstrahlung beschießt sozusagen. NMR ist ja eine schonende Methode, haben wir gesagt. Was würde man denn mit dem Röntgendiffraktometer messen können, was man jetzt zum Beispiel mit NMR nicht messen kann? Also die Voraussetzungen für die Probe sind völlig anders. Beim Röntgendiffraktometer braucht man kleine Einkristalle. Und die sind oft gar nicht zu erhalten. Und wenn man das aber hat, dann bekommt man sehr präzise Strukturen, die man auch relativ einfach kriegen kann. Aber es ist oft unmöglich, solche Kristalle herzustellen. Was eher eine konkurrierende Methode ist, die sich auch sehr gut entwickelt hat in letzter Zeit, ist die Kryoelektronenmikroskopie. Und da kann man dann oft auch NMR und Kryoelektronenmikroskopie kombinieren und die Grundstruktur von der Kryoelektronenmikroskopie nehmen und die Details der chemischen Wechselwirkungen an den entscheidenden Stellen mit NMR
genauer untersuchen, wo man nichts machen kann mit Kryoelektronenmikroskopie. Das klingt nach weiteren künftigen Entwicklungen. Wir haben ja eine lange historische Strecke zurückgelegt jetzt bei unserem Gespräch. Wie ist euer Gefühl für die nächsten Jahre? Was wird da noch passieren so auf dem NMR-Sektor? Ich meine, es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, dass man einfach mehr vom Gleichen machen kann und besser. Und das andere ist, dass man hoffentlich neue Sachen findet. Und das ist eigentlich etwas, was uns die NMR-Geschichte lernt. NMR wurde schon 100-mal totgesagt. Man hat gesagt, es gibt nichts Neues. Und es wurde immer wieder was gefunden. Die Spektroskopie hat so viele Freiheitsgrade und Möglichkeiten, dass eben der Kreativität kaum Grenzen gesetzt sind. Und das hat damit zu tun auch, dass die Kernspins eben ein sehr gut isoliertes System sind, die man sehr, sehr lange mit Radiofrequenzfeldern rumführen kann. Also genau die Richtung ändern in diesem dreidimensionalen Raum der Magnetisierung. Und das ist bei allen anderen Spektroskopien ist das sehr limitiert, weil man dann die Wechselwirkung mit der Umgebung größer sind und diese sogenannte Kohärenz sehr schnell verloren geht. Und dadurch, dass sich das so ideal verhält, kann man tausende von Pulsen machen auf das Spinsystem und das Spinsystem folgt immer noch. Und das ermöglicht eben sehr viele neue Ideen. Das ist eben auch das, was es für mich immer noch interessant macht. Also mich interessieren die Anwendung nicht so arg, mich interessiert mehr, wie schon gesagt, die Methodenentwicklung und die Theorie. Und obwohl jetzt 60 Jahre, 80 Jahre auf der NMR-Spektroskopie geforscht wurde, gibt es immer noch neue Sachen zu entdecken. Zum einen stellt man fest, dass selbst Experimente, die schon seit 30 oder 40 Jahren gemacht werden, dass man die eigentlich noch gar nicht so richtig versteht und dass man die besser verstehen kann. Aber man kann eben auch neue Experimente machen. Und ich denke, auch in der Zukunft wird vielleicht auch die Anwendung wieder etwas breiter werden. Im Moment ist die NMR-Spektroskopie sehr stark fokussiert auf biologische Anwendungen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Materialien, gerade eben im Zusammenhang mit Energiespeicherung und so, dass die wieder ein wichtigeres Anwendungsfeld werden in der Zukunft. Aber ich denke, die Weiterentwicklung, das ist das Wichtige, dass man die Methode weiterentwickelt, dass man neue Ideen hat, dass neue Ideen aufgenommen werden, um eben mehr und bessere Informationen über die Moleküle zu erhalten. Wie wir zu Beginn schon gesagt haben, prangt jetzt ja an diesen Wirkstätten, Universitätsstraße 22 und dabei Brucker, eine Tafel, die Chemical Landmark. Was sind eure Gedanken und Gefühle, wenn ihr heute bei Brucker und beim CHN-Gebäude vorbeikommt und vielleicht die Plakette seht? Ich denke halt schon sehr viel auch zurück an die Zeit meiner Dissertation, wo ich viel Zeit dort und auch viel Zeit bei Brucker für Messungen verbracht habe. Und das war eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen, wo ich viel gelernt habe und viele neue Dinge gesehen habe und wo man auch viele Freiheiten hatte, Sachen auszuprobieren und zu schauen, was geht und was geht nicht. Für mich ist es auch ein Zeichen dafür, wie wichtig es ist, Grundlagenforschung zu machen und wie die dann in Zusammenarbeit mit der Industrie zu etwas führen kann, was am Anfang nie jemand gedacht hätte, dass es möglich ist. Aber dazu braucht es eben auch die akademische Freiheit, um etwas zu machen, wo man nicht gleich den Nutzen sieht. Das ist sicher ein guter Punkt. Also die Chemical Landmark soll eben auch ein Symbol dafür sein, dass die Zusammenarbeit oder dass solche Zusammenarbeiten eben sehr wertvoll sind, damit man auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse quasi in die Industrie überführen kann und sich das auch gegenseitig befruchtet, auch im Hinblick dann auf die technischen Entwicklungen. Ja, ich denke schon, dass diese Zusammenarbeiten, dass die wichtig sind, aber dass man auch sehen muss, dass natürlich gewisse Dinge vielleicht an der Universität einfacher zu entwickeln sind, wenn man eben noch nicht so genau sieht, wo das hingeht, mehr die Grundlagenforschung, während mehr die Technologieentwicklung oft besser in der Industrie aufgehoben ist. Und ich denke, es braucht beides. Es braucht Anwendungen, es braucht Technologieentwicklung, aber es braucht auch Grundlagenforschung, dass man einfach probiert, weil sonst findet man nie neue Sachen. Das ist doch ein gutes Schlusswort für unsere lange historische NMR-Reise von den Anfängen mit
schwachen Magneten und noch schwächeren Signalen bis hin zu solchen Wunderwerken, eigentlich wie dem 1,2 Gigahertz Magneten jetzt in der NMR-Halle bei uns hier an der ETH. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr denkt vielleicht ein wenig an diese interessante Geschichte und möglicherweise auch an diesen Podcast, wenn ihr demnächst einmal vorbeifährt in der Universitätsstraße 22 oder dann auch bei Bruker in Vellanden. Vielleicht schaut ihr euch auch Details an zu dieser Methode. Es ist wirklich extrem spannend. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen fürs Dabeisein und für die tollen Inputs. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ihr konntet etwas mitnehmen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinhört. Bis bald, macht's gut.